Für Benutzer mit Seheinschränkungen bieten das Betriebssystem macOS spezielle Werkzeuge. Diese Werkzeuge können über Systemeinstellungen aktiviert werden. Klicken Sie auf das Apple-Symbol an der oberen Menüleiste und dann auf Systemeinstellungen. Im neuen Fenster wählen Sie Bedienungshilfen aus. An der linken Seitenleiste in der Kategorie Sehen befindet sich das Werkzeug Zoomen, mit dem man einzelne Bereiche des Bildschirms vergrößern kann. In den Einstellungen des Werkzeugs kann man den Zoom-Stil festlegen. Vollbildmodus erlaubt es, den gesamten Bildschirm zu zoomen. Beim Reinzoomen werden Bildschirminhalte vergrößert und beim Rauszoomen verkleinert. Splitscreen ist für das Zoomen des bestimmten Bereichs auf dem Bildschirm geeignet. In diesem Modus wird der Bildschirm in zwei Teile gesplittet. Im oberen Teil werden Bildschirminhalte rein oder rausgezoomt. Im unteren Teil wird der Bildschirm in der ursprünglichen Größe angezeigt. Bild in Bild wird für das Zoomen des Bereichs verwendet, in dem sich der Zeiger befindet. Auf dem Bildschirm erscheint ein kleines Fenster, in dem der Bereich um den Mauszeiger vergrößert oder verkleinert werden kann. Benutzer mit Seheinschränkungen nehmen oft Anpassungen für Kontraste vor, um Augen beim Lesen zu entlasten. Klicken Sie auf Anzeige und unter Display finden Sie verschiedene Einstellungen. Hier lassen sich Farben umkehren, Kontraste erhöhen und Transparenzen reduzieren. Diese Einstellungen sind dafür geeignet, die Lesbarkeit der Texte zu verbessern. Unter dem Menüpunkt Cursor können Sie den Mauszeiger auf dem Bildschirm besser erkennbar machen. Mit Hilfe des Schiebereglers kann man den Mauszeiger vergrößern oder verkleinern. macOS bietet auch eine andere Möglichkeit, den Mauszeiger zu vergrößern. Aktivieren Sie die Option mit der Beschriftung "Schüttle den Mauszeiger, um ihn zu finden" und bewegen Sie den Mauszeiger schnell hin und her mit dem Finger auf dem Trackpad, um ihn zu vergrößern. Um die Schriftgröße beim macOS zu erhöhen, muss man die gewünschte Anwendung auswählen. In der Nachrichten-App kann dies zum Beispiel in den Einstellungen vorgenommen werden. Klicken Sie auf das Anwendungssymbol an der Unterleiste und wählen Sie die Einstellungen unter Nachrichten an der oberen Leiste. Mit Hilfe des Schiebereglers können Sie jetzt die Textgröße einstellen. Symbole und Symboltext auf dem Schreibtisch lassen sich ebenso vergrößern. Dafür muss man bei gedruckter Steuerungstaste auf dem Schreibtisch klicken und Darstellungsoptionen einblenden auswählen. Bewegen Sie den Regler für die Symbolgröße nach rechts. Klicken Sie auf das Einblendmenü Textgröße
und legen Sie eine Textgröße fest.